In diesem Video verrate ich euch alles, was ich täglich immer dabei habe. Natürlich geht es in erster Linie um die Kamera, meine Leica Q3, die ich immer dabei habe. Alles Weitere erfahrt ihr jetzt in diesem Video. Ich werde euch hier so ein bisschen durch meine Sachen führen, die ich dabei habe. Ich starte mal einfach mit den langweiligsten, und zwar sind das hier meine zwei Brillen. Eine Standard von Ray-Ban, Gott sei Dank noch nicht verloren gegangen. Es sind natürlich schon viele Kratzer drauf, aber die hält auf alle Fälle immer ganz gut. Und meine Brille, die schon sehr schief ist, und ich bin die ganze Zeit am Überlegen, ob ich vielleicht mal meine Augen lasern lasse. Also falls ihr da Erfahrung habt, könnt ihr mir gerne Bescheid sagen. Ich habe natürlich ein bisschen Schiss, dass dadurch meine Sicht ein bisschen beeinträchtigt wird oder so danach, weil man kann ja nichts garantieren. Aber bis dahin muss ich immer noch mindestens eine Brille tragen oder meine Kontaktlinsen. Weiter geht's mit dem hier. Das hier ist mein Wallet, also mein Geldbörse. Das ist die einzige, die ich immer dabei habe. Das ist die Original Apple Geldbörse, die man hinten drauf machen kann ans iPhone. Das iPhone werde ich gleich nochmal natürlich ein bisschen was erzählen. Mit MagSafe immer dabei. Wenn ich mein iPhone verliere, ist es natürlich doof, dann habe ich beides verloren. Mittlerweile hat dieses Ding hier sogar so einen Mechanismus, dass es dir Bescheid sagt, dass du es nicht mehr an deinem iPhone hast. Das ist auf jeden Fall ganz hilfreich. Du kannst es zwar nicht wirklich tracken, aber er kann dir sagen, ab wann du es abgenommen hast. Das heißt, dort hast du es dann wahrscheinlich verloren. Habe dann noch natürlich drei weitere Karten hier drin. Mein Perso, meine McFit-Karte, die ich aktuell wirklich viel nutze, da bin ich sehr stolz drauf. Und meine Tesla-Karte, das ist der Schlüssel für mein Auto tatsächlich. Brauchen tue ich es eigentlich nicht, weil ich immer mit dem iPhone auch schon reinkomme. Mein iPhone und die App da drin ist quasi der Schlüssel für mein Auto. Sobald ich mich nähere, geht der Wagen auf. Und wenn ich mich entferne, geht der Wagen zu. Und alle anderen Karten, die ich jetzt nicht brauche, wie meine ganzen Bankkarten oder so, die lasse ich jetzt immer zu Hause, weil mittlerweile alles natürlich mit dem iPhone funktioniert. Das ist auch mein Daily Driver, der immer mit dabei ist. Ich habe normalerweise immer hier meine Hülle natürlich dabei. Es ist auch wirklich toll, immer mal sein iPhone wieder aus der Hülle rauszuholen, denn das macht man viel zu selten, und ich muss euch sagen, es fühlt sich einfach immer wieder richtig toll an. Das hier ist auch das iPhone 14 Pro Max, also die große Variante. Du kannst hiermit RAW fotografieren, und ich habe hier zwei Fotos, die ich euch mal gerne zeigen möchte. Ihr habt jetzt nochmal 5 Sekunden Zeit zu raten, welches das iPhone ist und welches das, welches das Sony-Foto ist. 3, 2, 1. Das ist eine sehr schöne Hochzeit gewesen, die ich fotografieren durfte. Und die Schwester der Braut hatte dann mit auf die Kamera geschaut und meinte, hey Philipp, ich beneide dich so für deine Kamera, das sieht so cool aus. Und da hat mein Kollege Jascha gesagt, eigentlich solltest du ja sagen, ich beneide dich für dein Auge. Und da hatte sie gesagt, ja, ihr wisst doch, was ich meine. Und dann habe ich mir als Challenge genommen, warte mal kurz, ich mache mit dem iPhone das Foto. Und dann habe ich es gezeigt und sie hat gesehen, ey, das sieht ja fast exakt gleich aus. Also man braucht nicht unbedingt irgendwie eine Leica-Kamera oder eine Sony-Kamera für den Urlaub oder so. Denn ihr habt immer ein Telefon, wo eine Kamera dran ist und wo sogar drei Linsen dabei sind. Und die Qualität ist einfach mega. Auch abends tatsächlich kann ich hiermit viel schönere Fotos machen als mit der Leica. Ich war ja in den USA mal und habe dort eine Hochzeit gefilmt. Und während der Reden konnte ich nicht einschätzen, wie lange die überhaupt gehen. Da gab es eine Situation, dass meine Kamera, der Akku leer ging. Und da wusste ich nicht, was ich tun sollte. Da habe ich gesagt, komm, ich filme einfach den Rest mit dem iPhone. Es war dunkel und ich habe trotzdem super Aufnahmen hinbekommen. Ich konnte dadurch halt mit dem iPhone diese Aufnahmen nochmal zu Ende führen. Also, selbst wenn ihr dann unterwegs seid, auch wie ihr auch gerade bei den Fotos gesehen habt, ihr könnt mit dem iPhone so viel rausholen. Es sieht halt ein bisschen komisch aus, wenn du mit dem iPhone irgendwann auf einer Hochzeit bist oder beim anderen Auftrag. Aber die Qualität dieser Dinger, als eine Backup-Kamera oder so, kannst du sie immer nutzen. Deshalb bin ich immer auch up to date und freue mich immer, dass Apple da auch viel nachlegt. Als nächstes kommt die Apple Watch Ultra. Das ist die aktuellste Uhr von Apple, die Pro-Uhr, die man eigentlich nur tragen soll, laut Apple, wenn man richtig Extremsportler ist oder so. Ich persönlich fand sie zuerst auch überhaupt nicht schön. Also als ich sie gesehen habe, dachte ich, boah, irgendwie. Jetzt im Nachhinein sage ich, ein wirklich schickes Design. Ich habe auch Glück, dass es an meinem Handgelenk jetzt nicht so doof aussieht, wie ich finde. Ich habe einen sehr dicken Arm. Dadurch wirkt die Uhr nicht so riesig. Und das ist halt einfach ein bisschen größeres Display. Du kannst alles damit machen. Und sie ist auch sehr robust. Es ist überall schon gegengeknallt. Und man sieht eigentlich gar keine Gebrauchsspuren. Also bin ich wirklich sehr zufrieden mit der Uhr. Was viele gar nicht wissen, wenn ihr das iPhone habt und die Apple Watch, es ist egal, welche Apple Watch ihr habt, dann könnt ihr hier auch einen Selbstauslöser machen, beziehungsweise die Kamera steuern. Dann verbindet sich im besten Fall, ja, hier seht ihr ein Bild, das findet ihr auch hier. Das heißt, ich könnte jetzt mein iPhone jetzt hier hinpacken und hier drauf das Foto machen. Das heißt, ihr könnt das iPhone wirklich irgendwo hinlegen und über euer iPhone dann das Foto schießen. Richtig toll. So habe ich auch schon manchmal Familienfotos gemacht, wo ich dann selber mit drauf sein wollte. Und du siehst halt auch noch direkt, was es wird. Wenn du draufklickst, hast du sogar noch 3 Sekunden Zeit, damit dein Finger nicht so ist gerade.
Ein sehr cooles Feature, wenn ihr dann im Ökosystem von Apple seid. Das geht sicherlich auch mit Android-Geräten, aber da kenne ich mich leider überhaupt nicht mit aus. Hier sind meine zwei Kopfhörer, die ich immer nutze. Ich bin auch ein sehr großer Kopfhörer-Nerd, also ich liebe die Kopfhörer. Ich habe früher jedes Mal einen neuen Noise-Canceling-Kopfhörer gekauft, also diese Over-Ear-Kopfhörer. Es waren immer die Bose oder die Sonys und irgendwann kam halt dieses Teil hier raus, die AirPods Pro Max. Sind natürlich übertrieben teuer. Das kann ich natürlich verstehen, dass da viele auch direkt sagen, seid ihr verrückt, das ist doch wieder so typisch Apple. Stimmt auch. Von der Qualität ist es natürlich nochmal ein anderes Level, was die Verarbeitung angeht. Also gefallen mir wirklich sehr gut. Hier oben leiht das so langsam, aber sicher aus. Aber ich habe die Dinge jetzt auch seit Launch, das war auch, glaube ich, 2019 oder 18. Aber ich bin so zufrieden mit denen. Ich liebe das Noise Cancelling, ich liebe die Qualität und auch wie das Ganze halt verarbeitet ist, den Klang. Und dementsprechend ein richtig großer Fan. Ich bin auch gespannt, was Apple bei einem Upgrade machen wird. Vielleicht nur die Chips mit ein paar neue Farben. Ich persönlich finde dieses Schwarz sehr, sehr schön. Passt auf jeden Fall zu meinen anderen Geräten. Und wenn man sich überlegt, diese hier, glaube ich, haben damals 600 € gekostet, dann ist es auch klar, dass so eine Apple-Brille, ja, 3.000 € kostet. Zu der Apple-Brille wollte ich sowieso noch mal ein extra Video machen. Das wollte ich hier vielleicht schon mal hier in diesem Video kurz ankündigen. Ich werde auf diesem Kanal natürlich immer noch oft über meine Kamerasachen sprechen und auch meine kleinen Kurzfilme oder sowas auch noch mit einbauen. Was ich aber unbedingt auch noch machen möchte, ist, ich möchte auch allgemein über Technik sprechen. Jetzt nicht über alles, ich werde jetzt hier nicht jedes Telefon irgendwie reviewen, aber es ist eine Leidenschaft von mir, auch über Technik zu sprechen und über Technik auf Videos zu machen. Sei es das iPhone, eine Apple Watch oder auch mal diese Apple-Brille, dass ich mal über diese Apple-Brille spreche. Dass ich sie kaufe, ist sehr unwahrscheinlich, weil sie erstens in Deutschland noch gar nicht rauskommen wird und auch für 3.500 €. Und das wird wahrscheinlich bei uns sogar 4.000 € eher werden. Ist schon sehr verrückt, aber eine kleine Anekdote schon mal zur Brille. Ich denke, das ist klar, dass diese Brille nicht für den Mainstream gedacht ist. Das ist eher eine erste Markteinführung und die Leute, die Entwickler sind und die Early Adopter, die reichen Leute, die sollen damit erstmal ein bisschen spielen und dieser Kamera erst überhaupt einen Grund geben, dass man sie haben möchte. Ich finde sie natürlich sehr cool. Es ist halt eine VR-Brille. Ich bin ein VR-Fan. Ich habe auch die PlayStation VR 2. Die Problematik bei den Dingern ist aber einfach nur, dass du sie gar nicht so oft nutzt. Deshalb bin ich sehr gespannt, was die Entwickler da mit dieser Technik hinbekommen. Und ich denke, in 2-3 Jahren, wenn Apple dann mit der Technik so ein bisschen weiter ist und auch natürlich das geschafft hat, die Brille ein bisschen kleiner zu machen und ein bisschen günstiger zu machen, dann kann ich mir vorstellen, dass es wirklich eine ganz große Sache wird. Ich werde dazu nochmal ein separates Video machen. Wenn ihr Bock habt darauf, könnt ihr mir auch gerne in den Kommentaren schon mal Fragen stellen. Denn es gibt auch für Fotografen und Videografen eine ganz neue Methode, um Erinnerungen festzuhalten. Und ich glaube, das sollte man nicht komplett unter den Teppich kehren. Auch wenn ich weiß, dass das auch ein sehr gruseliges Szenario ist. Wir nähern uns immer mehr den ganzen Theorien, die Black Mirror schon uns gezeigt hat. Und trotzdem, es ist etwas, was uns bald erreichen wird. Und ich bin halt jemand, der gerne so lange wie möglich mit der Technik auch mitgehen möchte. Aber bei AI, sage ich euch, das ist wirklich verrückt und wir sind gerade ganz am Anfang. Und ich habe sehr Respekt vor AI, ich habe sehr auch ein bisschen Schiss vor AI, jetzt nicht nur, was das irgendwie mal mit uns machen könnte, auch für uns Fotografen und Videografen. Ich meine, ich habe jetzt die Photoshop-Beta-Version runtergeladen, ich werde dazu auch mal ein Video machen und ein bisschen rumtesten, um zu sehen, ja, was kann man damit alles machen. Und es wird uns viel Arbeit abnehmen, aber es wird uns auch viel Arbeit wegnehmen. Also sehr, sehr verrückte Zeiten. Ich bin sehr gespannt, was man damit jetzt machen kann. Und ihr könnt mir eure Meinung zu diesem Thema sagen. Es artet natürlich hier gerade ein bisschen aus. Ich schweife immer viel ab. Aber ich glaube, das sind alles so Themen, die auch vielleicht interessant sind. Im Endeffekt, ey, das ist mein Kanal und ich habe Bock, darüber zu sprechen. Aber hier, meine Kopfhörer. Das hier ist mein zweiter Kopfhörer. Da waren wir eigentlich hängen geblieben bei den Kopfhörern. Das hier sind meine AirPods Pro 2. Ich habe die erste Variante auch gehabt. Die sind mir aber immer aus dem Ohr rausgefallen. Das tun diese hier tatsächlich auch noch manchmal. Habe mich aber jetzt einfach daran gewöhnt. Dafür ist die Qualität einfach zu gut und sind einfach super handlich und passen so gut in die Tasche. Ja, jetzt kommen wir nochmal zu zwei Akkus, beziehungsweise zu dem hier. Das ist einfach mein Mophie-Akku, den ich auch öfters mal dabei habe, um meine Sachen zu laden. In erster Linie natürlich mein iPhone, meine Kopfhörer und neuerdings auch die Kamera, zu der ich gleich komme. Aber über Powerbanks werde ich jetzt hier nicht großartig erzählen. Die habt ihr sicherlich zuhauf und ja, das ist auf jeden Fall meine Powerbank, sieht auf jeden Fall auch gar nicht so verkehrt aus. Und natürlich kommen wir jetzt zum Star der Show, die Leica Q3. Wenn ich sie von vorne anschaue, denkt ihr natürlich erstmal direkt, das ist doch die Q2. Das ist tatsächlich auch so, viele fragen mich, ob es ein anderes Gefühl ist, damit zu sein oder damit zu arbeiten und damit zu fotografieren. Und ganz ehrlich, nein, es sind natürlich ein paar Dinge, wie zum Beispiel das Klappdisplay, was neu ist.
Ich hätte es nicht unbedingt gebraucht, weil es einfach eine Kamera ist, wo ich sowieso fast immer durch den Sucher gucke. Aber ich werde demnächst mal auf den Urlaub natürlich auch mal darauf zugreifen können, weil ich auch Videos damit machen möchte. Du hast hier 8K drin, du hast hier 4K mit 60 Frames, also ein bisschen Slow Motion kannst du auch sogar nutzen. Freue ich mich auf jeden Fall darüber, dass ich jetzt in der nächsten Zeit damit dann auch arbeiten kann. Das war ganz cool, ich habe hier ein paar Akzente natürlich nochmal hier. Einmal der Knopf, ein Band hier und manchmal noch meinen roten ND-Filter dran, was natürlich ganz gut passt. Hier ist ein Polarisationsfilter drauf, braucht man manchmal, gerade wenn ich tagsüber unterwegs bin, ist das ja auch so ein bisschen mein Schutz. Aber ansonsten habe ich hier auch noch meine zwei wichtigsten Filter, und zwar der ND-Filter. Das ist einfach ein günstiger von, den ich bei Amazon gefunden habe. Und mein Tiffin Pro Mist Filter, ein Viertel. Wenn ich abends mal unterwegs bin und so ein bisschen dieses moodige Feeling haben möchte oder so, dann nehme ich das natürlich auch immer. Dann habe ich natürlich hier auch immer einen Ersatzakku dabei, denn diese Dinger gehen sehr, sehr schnell alle. Ich habe so ganz insgesamt 4 davon, die sind auch nicht gerade günstig. Und als Karten nutze ich immer diese TUF-Karten. Das ist jetzt hier von Lexa eine mit 64 GB und 300 MB pro Sekunde. Vielleicht sind 64 ein bisschen knapp, sollte man vielleicht 128 lieber kaufen. Aber ja. Für mich, erstmal für den Alltag, reichen die 64 GB aus, denn man macht einfach nicht so viele Fotos tatsächlich. Das ist eher die Qualität, die dann am Ende dabei rumkommt. Ja, dann abonniert doch bitte den Kanal. Wir sind kurz davor, die 10.000 zu knacken. Sind zwar noch knapp 1.000, falls du noch nicht abonniert hast, also tu es doch ganz gerne, würde mich sehr freuen. Auch mein Instagram-Kanäle natürlich nicht vergessen, da poste ich sehr regelmäßig auch Fotos und Videos. Ja, das war's hier von meiner Seite aus und wir sehen uns dann hoffentlich doch bald wieder beim nächsten Video. Und bis dahin sage ich Peace. Genießt das Wetter übrigens.